Über das Thema importierte Armut und die Ausbeutung von Arbeitsmigranten aus Südosteuropa ging es am Dienstag, den 20. Oktober 2020, bei einer Diskussionsveranstaltung des DGB Heidelberg-Rhein-Neckar in den Räumen der IG Metall in Heidelberg. Im Rahmen der Aktionswoche gegen Armut diskutierten Adrian Gillmann von der Gewerkschaft GEW, Renate Zeckel vom Fair Mobility Advisory Center in Mannheim und der Regionalgeschäftsführer der DGB Nordbaden, Lars Treusch, über die Problematik von Gastarbeitern aus den südosteuropäischen Ländern wie beispielsweise Bulgarien und Rumänien. Seit Inkrafttreten der EU-weiten Arbeiterfreizügigkeit 2014 kommen viele Menschen aus diesen Ländern zu uns, um in diversen Branchen wie Pflege, Landwirtschaft, Baugewerbe und der Fleischindustrie ein besseres Auskommen als in ihren Heimatländern zu finden. Mehrere Hunderttausende dieser Arbeitsmigranten sind teilweise in angemeldeten, aber oft auch in nicht angemeldeten Arbeitsverhältnissen in Deutschland beschäftigt. Gründe für die Arbeit in Deutschland sind unter anderem hohe Lebenshaltungskosten im Vergleich zu den meist sehr niedrigen Löhnen im Heimatland und der Wunsch, die eigene Familie durch ein besseres Einkommen unterstützen zu können. Also es ist tatsächlich so, dass die Menschen aus osteuropäischen Ländern sehr wenig verdienen oder keine Jobs haben, also weil sie in Gegenden wohnen, wo es keine Infrastruktur und Industrie gibt, und dann erhoffen sie sich, wenn sie Richtung Westen gehen, bessere Möglichkeiten auch Verdienst zu haben, und natürlich hoffen sie auch durch den Verdienst hier ihre Familie ernähren zu können, und sie stehen auch unter finanziellen Druck, also sie brauchen das Geld, sie sind auf das Geld angewiesen, und dafür nehmen sie vieles in Kauf. Während die Arbeit in Deutschland für die Gastarbeiter zwar höhere Löhne einbringt als im Heimatland, so werden viele von ihnen allerdings immer wieder ausgebeutet, zum Beispiel durch Leiharbeitsfirmen, Arbeitsvermittler und Betriebe, die Sozialabgaben nicht leisten oder große Anteile des Lohnes als Provisionen oder Aufwandsentschädigung für Kost und Logis abziehen. Auch Sprachbarrieren und fehlende Kenntnisse über Arbeitnehmerrechte, als auch die Geringschätzung ihrer Arbeitsleistung sorgen bei diesen Menschen für Benachteiligungen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort gibt es dabei oft nur auf dem Papier, sofern es sich nicht um ausgewiesene Fachkräfte wie Ärzte, Ingenieure oder ausgebildete Pflegekräfte handelt. Also wir haben den Baubereich, das ist ein klassischer Bereich. Wir haben aber auch, das gerade durch die Medien gegangen ist, den Bereich der fleischverarbeitenden Industrie. Wir haben das im Bereich der Erntehelferinnen und Erntehelfer. Im Pflegebereich, also speziell die häusliche Pflege ist ein Thema, und wo man es genauso wenig sieht und oftmals auch gar nicht weiß, ist beispielsweise in den Kellern von Hotels, wo natürlich auch teilweise Personal aus diesen Ländern Südosteuropas angestellt bzw. über Leiharbeit eingesetzt ist. Man müsste dafür sorgen, dass Arbeitsrechtsstandards eingehalten werden und Arbeiter aus anderen Ländern nicht länger als Arbeiter zweiter Klasse behandelt werden. Oftmals sind die ausländischen Arbeitskräfte selbst nicht in der Lage, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren. Sei es aus Angst vor Sanktionierungen, dem Verlust des Arbeitsplatzes, wegen fehlender Unterstützung oder mangels informativer Anlaufstellen. Sprachbarrieren und die Isolation von der Familie im Heimatland stellen ebenfalls psychisch eine große Belastung dar. Es sei sozial und wirtschaftlich erstrebenswert, auch die Arbeitsmigranten in direkten Angestelltenverhältnissen zu fairen Löhnen zu beschäftigen und so den Einfluss von Leiharbeitsfirmen und Vermittlungsagenturen zu verringern, die diese Menschen ausbeuten. Dies sei wiederum die Möglichkeit, um zwielichtige Zwischenprofiteure daran zu hindern, diese Menschen aus Profitgier auszunutzen und der Gesellschaft insgesamt Schaden zuzufügen, zum Beispiel durch häufigen Sozialabgabenbetrug ausländischer Arbeitsvermittler und Subunternehmer. Man müsste die Arbeiter, die hier nach Deutschland kommen, genauso behandeln wie die schon in Deutschland sind. Also wenn ich einen gerechten Lohn haben möchte, dann gönne ich dem Arbeiter aus Osteuropa auch den gleichen Lohn. Also die gleichen Standards halten, die auch für Deutsche gelten. Um Verbesserungen zu erreichen, müssen Politik und Wirtschaft verbindlichere Standards festlegen, Verstöße strenger ahnden und die Informationsangebote für Arbeitsmigranten ausweiten. Auch Betriebsräte und Gewerkschaften haben die Möglichkeit, sich in ihren Betrieben für eine gerechtere Behandlung von Leih- und Werksarbeitern einzusetzen. Wichtig sei auch, dass die Menschen nicht im Verborgenen blieben, sondern als gleichberechtigte Arbeitnehmer betrachtet und integriert werden. In jedem Falle müsse man wegkommen von dem derzeitigen Kalkül des Gastarbeitermarktes, der ausbeuterische Arbeitsverhältnisse begünstigt.
Unsere Mitglieder brauchen uns in dem Fall indirekt, weil wir natürlich sehen, dass durch diese Ausbeutung der gesamte Arbeitsmarkt unter Druck gerät. Und deswegen werden wir tätig, indem wir beispielsweise die Beratungsstelle Faire Mobilität, ein bundesweites Projekt, ins Leben gerufen haben und die Menschen aus Südosteuropa und auch aus anderen Ländern der Europäischen Union zu ihren arbeitlichen Rechten beraten, dafür sorgen, dass sie auch ihre Ansprüche geltend machen können. Und wir setzen uns natürlich auch politisch für Verbesserungen ein, wie zuletzt jetzt geschehen, das Leiharbeitsverbot in der Fleischindustrie.